Bergkette trennt Murcia vom Mittelmeer. Vielleicht auch deshalb schaffen es nur wenige Touristen aus den nahen Feriengebieten in die 400.000 Einwohnerstadt. Zu Unrecht meinen viele Einheimische und die Menschen, die schon dort gewesen sind. Murcia ist eine authentische spanische Großstadt mit Geschichte. Die Kathedrale aus dem 15. Jahrhundert ist ein Wahrzeichen der Stadt. Einen Kontrast bildet das moderne Rathaus aus dem Jahr 1998, entworfen vom Architekten Rafael Moneo. Das ist der Lieblingsplatz des Grafikers Romualdo Fauro. Er findet, Murcia ist ein Geheimtipp. Was mich am meisten inspiriert, sind die offenen Plätze der Stadt und die Ausblicke, die man dort hat. Außerdem gibt es gerade ein starkes Interesse, Gebäude zu sanieren, an Architektur im Allgemeinen. Es lebt sich sehr gut in dieser Stadt. Der Turm der Kathedrale ist mit seinen 93 Metern der zweithöchste Kirchturm Spaniens. Von hier aus liegt einem die Stadt zu Füßen. Ein guter Ort, um Ideen für einen Spaziergang zu sammeln. Die meisten Sehenswürdigkeiten Murcias liegen nicht weit voneinander entfernt. Etwa die Universität. Mit 30.000 Studenten eine der größten des Landes. Ihr ältester Campus liegt mitten in der Altstadt. Der Stolz der Stadt ist das Real Casino de Murcia, im 19. Jahrhundert nach dem Vorbild eines englischen Gentleman-Clubs erbaut. Um Geld gespielt wird hier nicht. Das Casino ist vielmehr ein Treffpunkt der feinen Gesellschaft und die meistbesuchte Sehenswürdigkeit der Stadt. Es kommen zwar immer mehr Touristen nach Murcia, aber die Stadt entwickelt sich touristisch noch. Sie ist eine große Unbekannte, nicht nur für Besucher aus dem Ausland, sondern auch für die Spanier selbst. Für viele ist es dann eine Überraschung zu sehen, wie schön die Stadt eigentlich ist. In versteckten Separés ist die Geschichte des Hauses noch lebendig. Wie vor 100 Jahren treffen sich hier die Herren zu einer Partie Carambolage, einem französischen Billardspiel, das nur mit 3 Kugeln gespielt wird. Matias López Romero kommt jeden Tag. Manchmal sogar zweimal. Es ist ein edificio muy emblemático. Dieses Gebäude hat einen Kultstatus. Wer hierher kommt, hat einen bestimmten Charakter, ein bestimmtes Weltbild. Alle meine Freunde kommen hierher. Wir treten in lokalen Meisterschaften gegeneinander an. Wir sind dann eine Gruppe von 30 bis 40 Personen. Murcia liegt in dem Teil Spaniens, der einst von den Arabern beherrscht wurde. Aus dieser Zeit stammt auch das Kloster Santa Clara. Es wurde im 13. Jahrhundert als maurischer Palast gegründet. Ein Museum erinnert an die Anfangstage. Die Stadt wurde von den Arabern im Jahr 825 gegründet. Dieses Erbe versuchen wir zu erhalten. Nicht nur architektonisch oder archäologisch, sondern auch in unserer Kultur und Gastronomie, die stark an Andalusien erinnert. Wie überall im Süden Spaniens findet auch in Murcia das Leben auf der Straße statt. Am frühen Abend, wenn die Mittagshitze nachgelassen hat, geht man zur Plaza de las Flores auf ein Bier und ein paar Tapas. Hier ist auch unter der Woche etwas los. Jeder Murcianer kommt abends gerne an diesen Platz, das ist sicher. Es ist ein Ort, an dem man sich mit seinen Freunden verabredet, man trinkt einen Aperitif und dann zieht man irgendwann weiter. Für die beste Abendstimmung sollte man Murcia allerdings verlassen, um die Stadt von oben zu sehen. Am Fuße der Bergkette liegt das Santuario de la Fuensanta. Nur wegen des Klosters kommt hier jedoch kaum jemand hin. Diese Aussicht können nicht viele spanische Großstädte bieten.